wir gehen dann hin einfach. Genau, so. So, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden so in etwa 30 Sekunden beginnen. Sie haben noch Zeit, sich hier so im Treppenhaus des Francisco Carolinum einzufinden. Ich höre keine Geräusche mehr, also alle sind da. Also herzlich willkommen im Francisco Carolinum zur Ausstellungseröffnung Herbert W. Franke, den Visionär. Sie, also zu meiner Seite, also zur rechten Seite, Sie haben ihn wahrscheinlich auch schon gesehen, seine Ehefrau Susanne Pech, die auch Kuratorin dieser Ausstellung ist, Genoveva Rückert an meiner linken Seite, auch Co-Kuratorin dieser Ausstellung. Und wir sind sehr glücklich, dass du jetzt aufstehst, aber du kannst dich wirklich wieder niedersetzen, das ist sehr nett, danke Herbert, und den Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Ausstellung eröffnen wird. Vielleicht nur ganz kurz, also wir werden uns ein bisschen kürzer halten heute als üblich, ein paar Worte nur zur Entstehungsgeschichte. Wir haben also vor etwa einem Jahr die Ausstellung Proof of Art eröffnet. Proof of Art, da ging es uns um die Geschichte der NFTs, weil wir gesagt haben, das ist jetzt keine so monumentale Erfindung, sondern wir wollten also den Nachweis antreten, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, einfach in der digitalen Kunst, und dass es am Ende eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein NFT einfach existiert. Das war also keine spontane Erfindung von irgendjemand, sondern es war ein kontinuierlicher Prozess, der also über Jahrzehnte sich entwickelt hat, und einer der Pioniere auch in dem Bereich, jemand, der also ein Künstler, der sich also mit Codes auseinandergesetzt haben, ist einfach also Herbert Franke, der also bereits in den 1950er Jahren begonnen hat, sich sehr ernsthaft das auch mit digitaler Kunst auseinanderzusetzen. Damals waren es noch Oszillographen, und dann gab es sozusagen also Maschinen, er hat sie Maschinen damals genannt, sozusagen also auch so einen selbst fabrizierten Computer. Und so hat er halt begonnen, seine Kunst entstehen zu lassen, vornehmlich natürlich auf dem Monitor, und hat sich also unterschiedlicher Methoden bedient. Aber das ist nicht nur sozusagen diese eine Facette vom Herbert Franke, sondern also eine ganz wesentliche, und so beginnt es mit ihm eigentlich auch, ist auch die Höhlenforschung. Also wenn man so will, ist er auch ein Naturwissenschaftler, ein sehr begnadeter. Er hat also ganz wichtige Höhlen entdeckt, auch in Oberösterreich, also Dachsteinhöhlen. Da war er also lange Zeit unterwegs. Und irgendwie, wir sind jetzt gerade dabei, eine Ausstellung zu konzipieren, die im Herbst eröffnet wird, zum Thema Metaverse. Und da geht es uns genauso wie auch mit Proof of Art, dass wir einfach sagen, alles das sind keine Erfindungen. Weil auch mit dem Metaverse, also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Mark Zuckerberg hat jetzt vor kurzem wieder so ein zweistündiges Interview gegeben, in dem er erklärt hat, also wie er sich dieses Metaverse vorstellt. Und er wird das, jetzt bin ich bestimmt also kein großer Freund von Zuckerberg, aber zumindest man muss ihn ernst nehmen. Und es ist wichtig, sich damit, also jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Und auch mit dieser Ausstellung, die wir im Herbst machen, geht es uns darum zu erläutern oder auch den Nachweis anzutreten, dass das Metaverse keine Erfindung von Mark Zuckerberg sein wird, auch nicht eine Erfindung sein wird von Decentraland oder CryptoVox, was auch immer, wie diese Metaverse im Moment so heißen, sondern dass das Metaverse etwas ist, das eigentlich mit unserer Menschheit beginnt. Weil unser erster Gedanke, unser erster Traum ist ja nichts anderes als ein Ausflug in eine Parallelwelt, in dem Fall also eine erträumte. Und so geht das weiter, das auch im Mittelalter, wir werden also auch hier mittelalterliche Tafelbilder im Herbst zeigen, um auch klarzumachen, dass auch in dieser Zeit der Ausflug in eine Parallelwelt, also in einen künstlerischen Kosmos, etwas Normales war. Und es waren immer KünstlerInnen, die dieser Parallelwelt, die diesen Parallelwelten ein Gesicht gegeben haben. Und auch Herbert Franke war jemand, der bereits sehr, sehr früh, und zwar 2 Jahre vor Second Life, begonnen hat, sein Metaverse zu befüllen. Und es hieß damals noch also Alpha World, dann später also hieß es Z-Galaxy. Das ist auch etwas, was in der Ausstellung sehen wird. Und das zeigt also einfach und verdeutlicht also wirklich, also wie weit Franke eigentlich voran war. Und hat hier wirklich also Außerordentliches geleistet. Mit Linz hat er, oder mit Oberösterreich vielleicht, also abgesehen jetzt von den Dachsteinhöhlen, die er da zum Teil entdeckt hat, hat er natürlich noch eine enge Verbindung. Vielleicht geht meine Kollegin, die Frau Rückert, dann ganz kurz darauf ein. Also er war Miterfinder oder Mitbegründer der Ars Electronica 1979. Also er hat damals eigentlich für das Künstlerhaus in Wien sollte eine Ausstellung machen und hat sie genannt, also Ex Machina, das war die Idee.
Die haben ihm da sehr, sehr viel versprochen. Er hat mir erzählt, er hat ein ganzes Jahr an dieser Ausstellung gearbeitet und nach einem Jahr hat man ihm gesagt, dass mit dieser Ausstellung nichts wird. Aber der Herr Leopoldseder hat das irgendwie mitbekommen, dass da so ein Verrückter in Wien eine coole Ausstellung entwickelt hat. Und dann haben sich die beiden getroffen und dann haben sie überlegt, was sie hier in Linz machen können. Es war natürlich der Antrieb vom Herrn Leopoldseder, überhaupt keine Frage. Aber es war, die beiden haben die erste Ars Electronica entwickelt. Und wenn man so will, ist auch der Hans Franke also zumindest für einen Teil des Namens der Ars Electronica mitverantwortlich. Und so gesehen war das für uns also relativ schnell klar, dass wir uns um ihn kümmern müssen und auch wollen. Zumal wir bei dieser erstgenannten Proof of Art-Ausstellung auch eine Arbeit von ihm hatten. Und eine Arbeit, die 1969 entstanden ist, auf der Basis eines Computercodes. Also eine Arbeit, die ihr beide erst vor einer Woche auch geschenkt habt. Also das heißt, also, das wird auch in unserer Sammlung, wird sich das also auch wiederfinden. Und so muss man auch dieses Werk vom Herbert Franke auch einfach begreifen, dass er jemand war, der also immer eigentlich vor seiner Zeit war. Und das war wahrscheinlich auch genau sein Problem, weil sein Schaffen ist also fast unergründlich. Also wir haben im Moment bei uns im Büro sehr, sehr viele Ordner und versuchen also in seine Welt, in seinen Kosmos einmal einzutauchen. Und das ist vollkommen verrückt. Jede Seite, die wir erschließen für uns, verdeutlicht uns, wie wichtig dieser Künstler für die digitale Kunst ist, was er für ein Vordenker war. Und ich glaube, er hat das Problem gehabt, dass er einfach immer viel zu früh dran war. Nicht um ein Jahr zu früh, nicht um 5 Jahre zu früh, sondern meistens waren es um 10 oder um 15 Jahre zu früh. Das ist ein Schicksal, das er natürlich auch mit durchaus vielen anderen KünstlerInnen teilt. Und so ist es kein Wunder, dass in seinem ganzen Leben bis jetzt, und man muss 94 Jahre werden, um halt gerade mal auf 3 Ausstellungen zu kommen. Die erste Ausstellung, die er gemacht hat, institutionelle, war 1959, also im MAC in Wien. Eine wichtige Ausstellung mit also Arbeiten, mit Oszillographen arbeiten. Einige davon sind in dieser Ausstellung zu sehen. Dann hat es dann etwa einige Jahrzehnte gedauert. Im Jahr 2007 hat das ZKM in Karlsruhe eine wichtige Ausstellung gemacht von ihm. Und jetzt eine dritte institutionelle Ausstellung. Der lebt ja kurz vor seinem 95. Geburtstag hier im Francisco Carolinum. Und das soll uns vielleicht auch irgendwie klar machen, vor allem auch Menschen, die sich auch also mit der wissenschaftlichen Erforschung der Kunst auseinandersetzen, dass wir uns vielleicht doch ein bisschen mehr auch um die digitale Kunst kümmern sollten, die bis in die 1970er Jahre durchaus präsent war, auch im Museumsbetrieb, im Ausstellungsbetrieb, aber dann durch das Wiedererstarken der Malerei, vor allem in den 1980er Jahren, eigentlich verdrängt worden ist. Man hat sich um andere Medien gekümmert. Die KünstlerInnen haben weitergemacht, haben großartige Leistungen verbracht. Und ich glaube, es liegt jetzt an den Museen. Und da hat vielleicht auch dieser NFT-Hype doch einiges ausgelöst, weil uns der Hype klar gemacht hat, dass wir die letzten 3-4 Jahrzehnte vernachlässigt haben, aber nicht nur die Zeit, nicht nur die wissenschaftliche Erforschung, sondern auch die permanente Auseinandersetzung mit KünstlerInnen, die sich mit digitaler Kunst auseinandersetzen. Erlauben Sie mir noch also einen letzten Punkt, der mir wichtig ist, heute zu sagen. Also wenn man so in die Runde schaut, also ich habe es ja auch gesehen, es ist hier ein großer Teil der Community, die sich mit digitaler Kunst auseinandersetzt, also auch gekommen. Sind sicherlich also etwa 30, 35 KünstlerInnen aus ganz Europa angereist. Ich habe also Nachrichten bekommen, wo sie sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir kommen, weil das ist also das Einzige, was wir machen können, um ihm sozusagen auch wertzuschätzen und das ist durch unsere Präsenz. Das Schöne ist, dass Herbert Franke das auch so wunderbar miterlebt, mitmacht, das auch im Gespräch. Und er freut sich riesig also über diese Ausstellung, aber ich glaube, da wird auch seine Frau noch ein paar Worte dazu sagen. Wir sind super happy, wir bedanken uns bei euch allen, vor allem auch bei allen KünstlerInnen, alle, die hier angereist sind. Also wir wissen das, auch wir wissen das wertzuschätzen und ihr könnt auch sicher sein, dass wir uns auch um euch genauso wie um den Hans Franke kümmern werden. Die digitale Kunst ist ein Museum, das sich der Fotografie und der Medienkunst verschrieben hat, etwas Wichtiges und wir meinen das auch so. Und wenn wir mit KünstlerInnen beginnen, irgendwie zusammenzuarbeiten, dann ist es nicht so, wie es halt oft der Fall ist, so eine momentane Begegnung oder eine kurzweilige Begegnung, sondern bei uns ist es ein Beginn einer längeren Auseinandersetzung. Und das gilt jetzt nicht nur für den Herbert Franke, sondern eben auch also für viele andere KünstlerInnen, mit deren Schaffen wir uns in Zukunft auseinandersetzen wollen.
Jetzt bedanke ich mich Ihnen noch einmal sehr, sehr herzlich fürs Kommen und gebe jetzt das Wort weiter an die beiden Kuratorinnen, vielleicht an die Susanne Pech. Bitte. Lieber Alfred Weidinger, zuerst mein ganz herzlicher Dank an dich und vor allem an das ganze Team, das uns unterstützt hat beim... Noch ein bisschen, ja, geht's jetzt hoffentlich besser. Gut, also ich fange nochmal an. Alfred Weidinger gilt natürlich unser ganz besonderer Dank. Er hat es ja schon gesagt, Herbert hat nicht so viele so große Ausstellungen in seinem Leben gehabt und überhaupt noch keine in einem so traditionellen, ehrenwerten Gemäuer wie hier. Und wir finden das auch geradezu sensationell, dieses Spannungsfeld zwischen dieser Architektur einerseits und den Werken andererseits. Das ist wirklich grandios. Und Herbert hat mir gesagt, es ist schöner, als ich mir das gewünscht habe. Also ich denke, viel mehr kann er nicht zum Ausdruck bringen, dass das für ihn wirklich ein sehr schönes Erlebnis ist. Herbert hat ja drei Lebensläufe. Er ist Höhlenforscher, er ist Literat und hat da utopische Romane geschrieben und er ist Computerkünstler. Es gibt aber eine große Klammer über dieses Ganze, nämlich die Suche nach Neuland. Das hat er in den Höhlen gemacht, in seinen Expeditionen, wo er bis 14 Tage unter der Welt gelebt hat. Das hat er in seinen Romanen und Geschichten gemacht, in denen er zu fernen Welten aufgebrochen ist, ins Universum oder in die Zukunft auch. Und das hat er natürlich auch mit der Kunst gemacht, wo er mit Hilfe von Maschinen nach neuer Ästhetik gesucht hat, die bis dato kein Mensch gesehen hat. Ich möchte gerne an dieser Stelle erwähnen, dass es heute unter den Besuchern aus allen drei Fraktionen Gäste gibt, die ich alle nicht namentlich leider erwähnen kann. Aber es gibt eine Fraktion von den Höhlenforschern in Wien, die hier sind, die mit ihm unter Tage waren. Es gibt Science-Fiction-Fans von ihm und aus dem Fandom. Und es gibt natürlich auch Wegbegleiter aus der digitalen Kunst, die schon vor 50 Jahren, 40 Jahren mit ihm zusammengearbeitet haben oder jedenfalls mit ihm, von ihm beeinflusst worden sind und über das ganze Leben eigentlich auch in Kontakt geblieben sind. Ich möchte an dieser Stelle nur eine einzige Person namentlich erwähnen. Das ist der Georg Färber, der hier ist, der ganz jung war, wie Herbert auch, wie sie sich kennengelernt haben. Das war im Jahr 1965 etwa. Und Georg Färber war damals Assistent an der Technischen Uni an einem nachrichtentechnischen Institut, weil da gab es natürlich noch keine Computer. Aber er hat im Prinzip Computer gemacht und war derjenige, der Herbert das erste Mal Zugang zu einem digitalen Computer gegeben hat. Und das ist im Übrigen das Werk Quadrate, was daraus entstanden ist. Das war im Jahr 67, haben sie die ersten Versuche gemacht. Und im Jahr 69 ist dann die Version entstanden, die hier auch im Museum hängt. Also deshalb, Georg, ganz herzlichen Dank, dass du heute auch hier bist. Und du bist ganz entscheidend auch in Herberts Leben gewesen, wie viele andere auch, die hier waren. Wir haben nun also in dieser Ausstellung drei Themenschwerpunkte uns herausgesucht, weil man natürlich eigentlich nicht das ganze Werk als solches präsentieren kann, sondern man muss es in gewissen Schwerpunkten machen. Wir haben drei Räume im Prinzip, die Themen adressieren. Ein ganz wichtiges Thema ist für Herbert immer gewesen die Stetigkeit. Die Stetigkeit ist etwas, was sich in einer Formel, in einer mathematischen Darstellung ausdrücken lässt. Und er hat ganz am Anfang bereits in seinem künstlerischen Schaffen die Stetigkeit als ein ganz, ganz wichtiges Prinzip erkannt und auch genutzt. Nicht nur die Symmetrie, die ja in der Wissenschaft und in der Kunst schon immer wichtig war und bedeutend und darüber auch diskutiert wurde, wie weit sie relevant ist oder nicht, sondern für ihn war eigentlich die Stetigkeit das, was Wellen sind, was natürlich auch Lichtwellen sind. Das war für ihn ein Phänomen, das er meinte, ist ein mindestens genauso wichtig ist, wenn auch weniger
beachtetes Phänomen von der Kunst, weil dazu musst du halt auch ein bisschen Physik studieren und verstehen, was Stetigkeit überhaupt ist. Im ersten Raum haben wir versucht, das an zwei Fällen zu deklinieren, nämlich zum einen an der Höhlenforschung und an Tropfsteinen, die nämlich auch diesem stetigen Prinzip folgen, wenn sie wachsen, und auf der anderen Seite seinen Arbeiten der generativen Fotografie und der frühesten Arbeiten der analogen Rechner. Im zweiten Raum haben wir dann den schwerpunktmäßig die Fraktale und diese mathematische Welt noch etwas genauer analysiert. Da sind auch Kakteen im Übrigen ein interessanter Stimulus für Herbert gewesen, weil er hat sich in den 60er Jahren mit Kakteen sehr intensiv befasst, auch mit der Züchtung von Kakteen, und hat gemerkt, dass es bei einer Art von Kakteen ein spezifisches Wachstum gibt, das einem, wie wir heute wissen, fraktalen Phänomen folgt. Das sind die sogenannten Fibonacci-Zahlen, das werden Sie dann in der Ausstellung sehen. Auch andere fraktale Bilder, zu denen zum Beispiel die Serie Dracula gehört, und dann auch unsere Farbwunderkammer, darf ich das so nennen, wo Herbert in einer 15-jährigen Zusammenarbeit mit einem auch Physiker und Informatiker die Welt der Mathematik unter ästhetischen Gesichtspunkten versucht hat zu erschließen und sehr intensiv sich damit beschäftigt hat, welche visuellen Welten durch unterschiedliche mathematische Formeln, Bereiche dargestellt werden können und wie sich die auch durchaus sichtbar unterscheiden. Und im letzten Raum, na gut, lieber Alfred Weidinger, da geht es dann um Weltmodelle und den Cyberspace, also virtuelle Welten, also alles das, was dann dreidimensional auch ist. Und da werden Sie dann auch vielleicht das ein oder andere Überraschende sehen, weil das Dinge sind, die bisher eigentlich nicht so häufig kommuniziert worden sind. Vielleicht auch, weil sich wenige dafür interessiert haben. Aber wir haben sie hiermit aufgenommen und von daher hoffen wir, dass wir Ihnen hier ein buntes Spektrum liefern können. Und meine letzte Anmerkung ist vielleicht noch zu den Mondrian-Bildern, die Sie hier im Foyer sehen. Das war ein Programm, das Herbert im Jahr 1979 gemacht hat für Texas Instruments, und zwar für einen der ersten Home-Computer. Das war so eine Art Spielekonsole wie der Amiga auch. Und die Aufgabe war, er sollte ein künstlerisches Programm ersinnen, ohne irgendwelche Vorgaben. Und da ist Herbert dann gleich in die Vollen gegangen, denn es musste erstens interaktiv sein, es musste zweitens dynamisch sein und natürlich musste es drittens auch noch den Zufall enthalten. Ja, das ist eigentlich dann schon viertens. Also jedenfalls, er hat die ganze Klaviatur gespielt dessen, was ein Leben lang ihn bewegt hat, im Sinne davon, dass Kunst, bildende Kunst, den Schritt wegmachen muss von etwas, das an der Wand hängt und still ist und starr, sondern das eben in die Bewegung geht, das, ja, ganz wichtig, auch Musik und Bild vereint. Denn das hat dieses Programm auch schon können, das hat auch, naja, sagen wir mal, Sounds ausgewiesen, richtige Musik vielleicht noch nicht. Aber das muss man natürlich auch unter der Perspektive der technischen Möglichkeiten sehen, die dieses Gerät damals nun tatsächlich geboten hat. Und es ist erstaunlich genug, dass es überhaupt möglich war, irgendwas in Bewegung zu versetzen, was läuft und praktisch dynamisch funktioniert. Ich glaube, dann würde ich jetzt den Staffelstab gerne an die Genoveva übergeben, die mit mir zusammen hier Tag und Nacht gearbeitet hat, damit wir diese Ausstellung heute eröffnen können. Vielen Dank nochmal auch für deine Unterstützung. Ja, Sie haben Susanne Pech gehört. Die beiden sind seit kurzem, dank Annika Meyer, einer Kuratorin und Kollegin, mit der wir jetzt auch diesen fantastischen Talk gemacht haben, wo unter anderem auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler genau dafür da sind. Ihr habt Twitter gestartet und auf einem so einem Tweet lautet es: Du bist sowas wie die ausgelagerte Festplatte von Herbert W. Franke.
Ja, aber du bist auch viel, viel mehr. Also Susanne Pech ist eine Wissenschaftsjournalistin, sie betreibt einen eigenen Fernsehsender und sie managt das Werk. Und sie ist von ihrem ganzen Denken eine Wissenschaftlerin, sie ist auch eine Kuratorin und daher war das einfach von der Zusammenarbeit unglaublich toll, eine große Ehre mit euch beiden. Ich muss sagen, Workaholics, zusammenarbeiten zu dürfen, weil ich glaube, sonst würde man auch in diesen vielen Jahren trotzdem nicht über 2000 Manuskripte oder 1800 Manuskripte, 200 Bücher etc. Schaffen und auch noch sozusagen eine unterschiedliche Biografien in dieser sozusagen Exzellenz auch entwickeln können. Das muss man einfach wirklich sagen. Herbert W. Franke ist ein Pionier und Pioniere müssen sich erst einen Weg schaffen und das musste er tun und das hat er auch in aller Konsequenz in einer wirklich so einer Multipersönlichkeit, ein Physiker, der aber schon im Wiener Kreis studiert hat, das heißt auch sehr viel Ahnung von Philosophie, Chemie, Psychologie gehabt hat und natürlich auch ganz vorne dabei war in den 50er Jahren nach dem Krieg, was ist Quantenphysik, was heißt sozusagen unsere Welt. Und aus einer Dissertation heraus über Elektronenoptik, hört sich ein bisschen trocken an, aber da beginnt sozusagen, abgesehen von wirklich von den Höhlen des Dachsteins, wo diese publizistische Tätigkeit, aber auch schon dieses Bildschaffen, diese unglaubliche Vision, die der Herbert W. Franke ein Leben lang verfolgt hat, indem er eben mit Mehrfachbelichtungen dann auch geschafft hat, mit Magnesiumlicht diese großen Höhlenräume auch sichtbar zu machen, zu vermitteln, da beginnt es. Genauso sozusagen wie eben diese publizistische Tätigkeit, man muss sagen, im Bereich des Science Fiction, die erste Publikation Science Fiction von einem deutschsprachigen Autor ist von Herbert W. Franke. Viele von uns kennen seine Bücher und es ist trotzdem eine Biografie, die man in der Form wahrscheinlich in der Stadt der Ars Electronica mit Herbert W. Franke als Gründer 79 in der Form nicht so kennt, außer man war 1980 schon dabei, weil es gab schon ein erstes Science Fiction Symposium. Also das muss man einfach sagen und seit dieser Zeit sind auch die beiden ein Paar und sozusagen man sieht auch, was hier in der Form rauskommt. Wir haben begonnen nachzudenken, wir haben diesen ersten, Alfred Weiding hat diesen ersten Besuch gemacht und wir durften dann auch gemeinsam fahren, auch mit der Annika Meyer und waren wirklich überwältigt. Überwältigt von der Kraft, dieser visuellen Kraft, jetzt spreche ich von der Biografie des Medienkünstlers, und vor allem auch von dieser zeitgenössischen Bildsprache, die einfach unglaublich ist. Und wie kann man so einer Persönlichkeit gerecht werden? Wie schaffen wir das auch eben als Institution, die sich jetzt auch um die Geschichte, um die Mediengeschichte in einer Stadt annimmt, zu Recht, die viel geschafft hat, aber die auch die eigene Mediengeschichte auch aufarbeiten muss. Etwas, dem dieses Haus sozusagen jetzt in der Konzeption auch gewidmet ist. Und ich bin da wirklich wahnsinnig dankbar nach so vielen Jahren. Auch die Kollegen von der Ars Electronica sind auch da, eben Ihnen zu Ehren von dieser Gründerzeit her, aber auch wirklich unsere Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte aufarbeiten zu können, was diese Stadt, dieses Land auch wirklich verdient hat, muss man sagen. Eure Wurzeln hier nach Oberösterreich sind vielfältig, aber das lasse ich dann dem Herrn Landeshauptmann. Für uns war es wichtig, diese gemischte Biografie, die er auch viele Jahre sozusagen sortenrein gehalten hat, weil die Zeit war noch nicht so weit, muss man sagen. Aber heute können wir sehr viel damit anfangen, dass es eben Wissenschaftler, Künstlerinnen in dieser gemischten Biografie gibt und dass das sehr oft sozusagen sehr innovative Geister sind. Ja, die Pioniere haben es nicht leicht gehabt, umso mehr ist es uns wirklich eine Ehre, euch hier in diese Phase auch begleiten zu dürfen und auch dieser Kunst und dieser Form den entsprechenden Auftritt, aber auch die richtige, sagen wir mal, auch Größe zu geben. Und allein wenn wir uns jetzt anschauen und freuen uns wahnsinnig, wie viele auch hier wirklich jetzt eben Künstlerinnen gekommen sind, um ihn auch zu ehren, weil ihr seid wirklich Ikone.
Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem liebe Susanne Pech und lieber Herbert W. Franke. Zugegebenermaßen, es hat ein bisschen gedauert, das wurde schon angesprochen, bis das Werk von Ihnen einmal ausgestellt und dargestellt wird in Oberösterreich und in Linz. Aber es ist auch eine ziemliche Herausforderung, so ein umfassendes Schaffen in einem Erlebnis auch zu bieten, wie hier in unserem Francisco Carolinum. Es wurde schon erwähnt, es ist ja ein unglaublicher Bogen, den man selber fast beim Lesen nicht fassen kann. Höhlenforscher, Physik, Mathematik, Schriftsteller, bildende Kunst und vieles mehr. Unsere Geschichte, unsere Sprache hat dafür Namen erfunden, wie Universalgelehrter zum Beispiel oder Ähnliches. Wir tun uns heute ein bisschen leichter, weil wir haben eine Marke oder einen Namen für all das. Und das ist schlicht, unter Anführungszeichen, eben Herbert W. Franke. Es ist vielleicht naheliegend zu sagen, da ist der Brückenschlag zwischen der Wissenschaft und der Kunst gelungen. Ich glaube, dass sogar das viel zu kurz gegriffen wäre für die unglaubliche Vielfalt. Und darum bin ich für den Titel dieser Ausstellung sehr dankbar, der eigentlich auch schmal gehalten ist, ein kleines Wort, visionär, aber in dem sehr, sehr viel drinnen steckt. Und neben dem, dass wir uns hier an Ihren Werken erfreuen können, glaube ich, können wir uns auch anstecken lassen von Ihnen, denn in Ihrem bisherigen Werk, in Ihrem bisherigen Weg, da steckt vieles drinnen. Zum einen einmal, ja, nicht die Träume zu klein zu halten, groß zu träumen, sich große Ziele zu setzen, dann ja, nicht zu kleinmütig und zu kleingeistig zu sein, um sich auch aufzumachen, um das zu erreichen. Und, was auch noch ganz wichtig ist, es nicht einfach irgendwie zu probieren, sondern wirklich auch mit voller Kompetenz und mit allem Interesse sich dahinter zu klemmen und die Dinge dann umzusetzen. Das ist einfach riesig beeindruckend und da kann sich, glaube ich, jede und jeder von uns, auch wenn wir nicht künstlerisch tätig sind, durchaus etwas mitnehmen von diesem Impetus. Viele Anfänge, es wurde angesprochen, viele Beginne, auch bei uns in Oberösterreich, wären ohne Herbert W. Franke nicht gesetzt worden und daher hätte auch vieles daraus nicht entstehen können. Natürlich die AS Electronica, aber ich möchte schon auch erwähnen, unseren Berg, den wir uns so mit einem Nachbarbundesland teilen, aber der Dachstein ist trotzdem großflächig in Oberösterreich und vor allem die Höhlen im Dachstein wären nicht in dieser Form dargelegt, erforscht, gäbe es sie und ihren Antrieb und ihre Neugierde nicht und darum ist für mich dieses schöne Wort, das schon gefallen ist, die Suche nach dem Neuland vielleicht das, was den Antrieb all dessen darstellt und was wir aus all den beeindruckenden Werken, die hier für uns zusammengestellt worden sind, auch mitnehmen können. Ich bedanke mich sehr, sehr geehrte Frau Pech, liebe Genoveva Rückert, lieber Direktor Weidinger, dass ihr uns das hier ermöglicht, immerhin schon die dritte Ausstellung des noch jugendlichen Künstlers. Es ist für uns eine Freude und eine Ehre, dass das hier in Linz stattfinden kann. Und weil das so ist, möchte ich nicht einfach nur die Ausstellung eröffnen, sondern ich möchte schon auch mit allem Respekt dieser großen Persönlichkeit Herbert W. Franke auch die Referenz des Landes Oberösterreich erweisen. Und unsere oberösterreichische Landesregierung hat vor kurzem in Vorausschau dieser Ausstellung einstimmig beschlossen, lieber Herr Franke, dass wir Ihnen das Kulturehrenzeichen des Landes Oberösterreich in Gold überreichen dürfen, als Ausdruck unserer Dankbarkeit, dass Sie hier bei uns wirken, aber vor allem als Zeichen des großen Respekts und auch des Bewunderns Ihrem Schaffen gegenüber. Alles, alles Gute und herzliche Gratulation.
Okay, sehr geehrte Damen und Herren, also herzlichen Dank nochmals fürs Kommen. Die Ausstellung ist hier zu meiner linken Seite und vielleicht also noch ein Wort, eine Vorausschau, was wir vorhaben. Die nächste große Ausstellungsreihe, in der es um digitale Kunst geht, ist eine Ausstellung der Krypto Wiener, die wir im OK machen. Und wir haben dann noch eine zweite Ausstellung, die auch die Frau Rückert noch kuratiert. Die beiden sind da. Christa Sommerer und Laurent Mignon sind beide da und haben heute auch, die haben eine Geschichte der Medienkunst reflektiert, viele Jahre, 20 Jahre bald unterrichten sie an der Linzer Kunstuniversität, quasi die erste digitale Kunstprofessur hier, Interface Cultures, und sie haben ihnen heute als wirklich einer Ikone der Medienkunst noch ein Porträt übergeben. Und dann geht es dann weiter, also hier im Haus, Ausstellung, die wir jetzt aufbauen, auf eineinhalb Geschossen, ist eine Ausstellung, also Ordner und Ordner, und natürlich auch bekannt als Hausrucker oder Teil von den Hausruckern. Also das ist, was Sie hier also im Haus als nächstes erwartet. Sehr bedanken möchte ich mich noch, also ich habe einen vergessen, der ist noch reingekommen, das ist der Felix Leutner. Ich weiß nicht, ob ihn die Leute kennen. Felix Leutner, also hat ein ganz wichtiges Fotolabor in Wien. Und ihm ist es auch, muss ich sagen, wesentlich zu verdanken, dass diese Ausstellung überhaupt zustande gekommen ist, weil trotz Covid hat er es geschafft, noch rechtzeitig die Fotos zu bringen. Wobei, Herr Leutner, die Fotos, die Sie jetzt da reingeschleppt haben, die sind nicht ganz rechtzeitig gekommen. Aber wir akzeptieren das auf jeden Fall noch. Das waren allerdings Werke, die nicht für die Ausstellung bestimmt sind. Herzlichen Dank, Herr Leutner. Es ist super, dass Sie uns so unterstützen. Danke nochmals fürs Kommen. Thank you guys for coming. It's really a pleasure having you all here. And now let's party with DJ Andaka. Thank you. Dankeschön.